Ja, liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden und liebe Vertreter der Presse, im Namen des 1. FC Germania Egesdorf-Langreda begrüße ich Sie, begrüße ich euch ganz herzlich zur immerhin schon dritten Auflage des Germanentalks. Heute, wie gewohnt, mit unserem Trainer Jan Zimmermann und unserer Nummer 15, Christoph Weißmann. Christoph, beginnen wir mal mit einer Frage, die mit der Oberliga und mit Germania nichts zu tun hat, sondern eher mit deiner Fanleidenschaft für einen bestimmten Verein. Du bist nämlich Anhänger von Werder Bremen und insofern müsste dir am Montag ja der eine oder andere Stein vom Herzen gefallen sein. Ja, definitiv. Ich habe mir das Spiel dann wirklich am Montag live angeguckt und das war natürlich ein sehr, sehr intensives Spiel. Da muss ich auch ein bisschen daran denken. Also habe ich schon parallel zu unseren Spielen gesehen, was wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Moment einbringen können. Diese einfach brutale Leidenschaft und diese Energie, die man wirklich auf dem Platz gesehen hat, das war schon wahnsinnig gespielt. Und daran kann sich auch Germania dann ein Beispiel nehmen. Ja, definitiv. Gerade in den letzten Wochen, sage ich mal, wo wir so einen kleinen Hänger hatten, um da wieder wirklich rauszukommen, ist natürlich die Einstellung immer das ein und anderes. Ja. Wir hoffen natürlich auch aus norddeutscher Sicht, dass Werder Bremen die Klasse hält, weil 96 und Werder Bremen wären ein bisschen viel aus Nordsicht, wenn es dann runtergehen würde. Jan, nach der 2:3 Heimniederlage gegen Luco Martini, es war die vierte in Folge, hast du gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dieses Abfeiern des DFB-Pokalsieges bzw. des Sieges gegen Osnabrück, was uns in den DFB-Pokal geführt hat. Du wirst einfach mal wieder von der Mannschaft eine gute Reaktion auf dem Platz sehen. Insofern dürfte die Mannschaft mit dem jüngsten 2:0 in Göttingen ja diese Reaktion gezeigt haben. Ja, erstmal war es ja so, dass wir vorher auch nicht schlecht gespielt haben, aber nicht schlecht spielen heißt auch nicht unbedingt erfolgreich zu sein und das haben wir gegen Göttingen, Christoph hat das ja ganz lustigerweise gerade eben schon so angedeutet, haben wir das von der Mentalität her besser gemacht, hat man schon in der zweiten Halbzeit den Spielern angemerkt, auch von der Körpersprache, dass sie das Spiel dann auch gewinnen wollten, mehr investiert haben, auch wieder ein bisschen ekliger waren als in den Spielen davor, sich mehr gewehrt haben und einfach auch erfolgreich sein wollten und das wieder um jeden Preis. Und ja, wir spielen halt in der Oberliga, wir gehören aktuell in die Oberliga und wenn wir in dieser Liga erfolgreich sein wollen, dann müssen wir unsere Top-Leistung bringen in allen Bereichen. Nicht nur fußballerisch, das war davor schon sehr ordentlich, sondern auch von unserer Mentalität. Wir sind halt immer nur dann erfolgreich, wenn wir alle zusammen auf 100% bringen. Und da waren wir mit Sicherheit wieder einen Schritt weiter als in den Spielen davor. Nach dem Spiel hat dein Göttinger Kollege ja den Vereinsnamen ein wenig verändert. Er hat vom 1. FC Fortuna Egesdorf-Langreda gesprochen und vom Plauzenfußball. Ja, was sagst du dazu? Ja, als erstes hat mit Sicherheit Markus Straten-Wolf an dem Tag gut gehalten, aber wenn er sich schon anderthalb Stunden in den Bus setzt und mit nach Göttingen fährt, dann ist es ja auch sein gutes Recht, da eine ordentliche Leistung abzuliefern. Zum Zweiten, denke ich, tun wir ganz gut daran, auf uns zu gucken, was wir gut und nicht so gut machen, uns weniger mit dem Gegner beschäftigen und deswegen stehen wir wahrscheinlich auch auf Platz 2 und nicht auf Platz 4. Was mir aufgefallen ist bei der Aufstellung, du hast schon zum vierten, fünften Mal Weißmann und Weidand von Beginn an gebracht. Warum hast du dich in diesem Spiel für diese Schachzug entschieden und ist aus deiner Sicht aufgegangen? Weil beide unterschiedliche große Qualitäten haben, die ich hoffe so bündeln zu können, dass sie der Mannschaft auch noch richtig helfen. Da sind wir auf jeden Fall noch in der Findungsphase, aber auf einem besseren Weg und ich versuche halt immer die 11 besten Spieler auf den Platz zu bekommen und daraus eine sehr gute Mannschaft zu machen. Manchmal muss man halt auch einen guten Spieler opfern, damit die Mannschaft funktioniert, aber in dem Fall bin ich immer noch am Basteln mit den beiden, wie wir es hinbekommen und die letzten Spiele haben gezeigt, dass das auf jeden Fall auch funktioniert. Also grundsätzlich passen beide von ihrer Spielweise zueinander. Ja, wir sind ja relativ festgelegt auf so ein 4-2-3-1 und da spielt man halt mit einer klaren Spitze. Ich denke, beide haben ihre größte Stärke, wenn sie zentral vorne drin spielen und da versuchen wir jetzt halt so ein bisschen variabel zu sein, das so ein bisschen zu schieben, gegen den Ball eine klare Ordnung zu haben, mit dem Ball vielleicht ein bisschen variabler zu sein und da
muss man dann auch das ein oder andere Spiel zusammen machen, um sich so ein bisschen besser auf dem Platz kennenzulernen, auch so sich zusammenzufinden. Und diese Phase ist ja optimal, um das zu nutzen. Christoph, wie bist du aus deiner persönlichen Sicht mit der bisherigen Saison zufrieden? Ja, insgesamt bin ich natürlich, sehr zufrieden. Wir haben den Riesenschritt in den DFB-Pokal gemacht. Wir stehen aktuell auf Platz 2, was uns vielleicht vor der Saison auch nicht jeder zugetraut hätte mit der jungen Mannschaft. Haben jetzt die Relegation vor der Brust. Vorher aber auch noch zwei Spiele, die wir natürlich nutzen wollen, um auch uns nochmal richtig einzuspielen und die richtige Form zu holen. Also von daher ist das, denke ich, eine super Saison, mit der man eigentlich nur zufrieden sein kann. Meine Frage bezog sich auch eher, wie du aus deiner Sicht, aus Christoph Beißmanns Sicht, mit dem Saisonverlauf zufrieden bist. Ja, da kann ich sagen, bin ich großteils auch zufrieden. Also ich denke, ich bin gerade am Anfang der Saison eigentlich ganz gut reingekommen, habe da ordentliche Spiele gemacht. Dann habe ich auch nach meiner langen Verletzung dann so ein paar Spiele gehabt, wo ich ein paar Wehwehchen hatte, ein bisschen mit mir selbst zu kämpfen. Aber jetzt denke ich schon, dass ich da nach und nach auch wieder rausgefunden habe und jetzt mich in den letzten Spielen und auch gerade in der Rückrunde dann schon wieder eigentlich stabilisiert habe, sodass ich da auch jetzt mich selber auf einem sehr guten Weg sehe. Ja. Weil es ist ja ganz interessant, wenn man mal in die Spielerstatistik schaut. Wir haben jetzt 28 Spiele gespielt und es gibt nur zwei Spieler, die haben 27 Mal für Germania sind sie aufgelaufen bzw. haben gespielt. Das bist du und Manu Straden-Wolf. Das heißt, du bist der Feldspieler mit den meisten Einsätzen. Aber, wenn man mal genau hinschaut, hast du nur 9 Mal durchgespielt und bist gleich 17 Mal ausgewechselt worden. Hast du dafür eine Erklärung? Na, erstmal muss Markus Stratenwolf als Torwart natürlich auch ein bisschen weniger laufen als ich. Also, da habe ich dann gerade auch schon in unserer Spielweise, was gegen den Ball angeht, natürlich einige Laufwege. Und ich habe es gesagt, ich kam auch aus einer langen Verletzung, wo es natürlich dann auch, glaube ich, normal ist, dass man vielleicht dann auch nicht jedes Spiel über 90 Minuten gehen kann. Wo dann vielleicht auch nochmal die Achillessehne an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zwickt, wo man ein bisschen dosieren muss. Von daher denke ich, dass das auch darin ein bisschen begründet ist. Also ruhig dosiert wieder ihn heranzuführen, deshalb hast du ihn so häufig vom Platz genommen. Wegen dem Szenenapplaus nach der guten Leistung. Okay, im Hinspiel am Sonntag kommt der Turnerbund Ophusen, unser letztes Heimspiel. Welche Erinnerungen hast du an dieses Spiel, außer dass du dort durchgespielt hast? Grüß Gott. Ja, das wusste ich gar nicht mehr so genau, dass ich dort gespielt habe. Ja, das Hinspiel, das war ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel. Also das war wirklich ein Arbeitssieg von uns. Da sind wir, meine ich, schon verdient. Zwar in die Führung gegangen und haben hinten raus aber alles investieren müssen, um das Spiel auch nach Hause zu bringen. Was aber auch zeigt wieder, dass man gegen jeden Gegner in dieser Liga wirklich 100% geben muss, um im Endeffekt dann auch als Sieger vom Platz zu gehen. Und das erwarte ich dann auch am kommenden Sonntag. Es ehrt ihn, er ist ein sehr bescheidener Mensch. Weil es gab einen Doppelschlag, in der 18. Minute hat Torben Engelking getroffen und in der 19. Minute das 2:0 hat erzielt. Christoph Beißmann, genau. Und das war, glaube ich, ganz entscheidend, ja, eine entscheidende Weichenstellung dann für den Erfolg. Du hast schon vorgegriffen, was du jetzt erwartest vom Gegner. Wie siehst du den TB Ophusen jetzt am Sonntag an der Amerke? Ja, man kann sich schon so ein bisschen mit Arminia Hannover vergleichen, denke ich. Wir haben auch viele gute Einzelspieler, die es aber im Laufe der Saison nicht so geschafft haben, richtig als Mannschaft zu funktionieren. Sind sehr schwer zu spielen, weil sie einfach auch gefährlich sind durch diese Qualität, die sie haben. Die können immer aus dem Mix auch Tore machen oder ein Spiel drehen. Genauso machen sie aber aus dem Nix auf einmal große Fehler und bringen sich dadurch auf die Verliererstraße. Ich denke, wenn wir 90 Minuten konzentriert und kompakt eine gute Leistung bringen, dass wir dann über die 90 Minuten die Schwächephasen, die sie bisher in fast jedem Spiel gezeigt haben, ausnutzen müssen und in den Phasen, in denen sie dann gut offensiv spielen, wenn wir da gut verteidigen, denke ich, dass wir da gute Chancen haben, das Spiel zu Hause zu gewinnen. Das ist das letzte Heimspiel vor der Relegation und dem Pokal. Da wollen wir natürlich auch unbedingt nochmal als Sieger vom Platz gehen. Nach dem Spiel ist erstmal eine zweiwöchige Pause, ehe es dann nach Oldenburg zum VfL geht, zum Saisonabschluss. Was macht Germania in dieser zweiwöchigen Pause? Sind da Testspiele geplant oder wie sieht
ja, der Time, das Timetable aus? Ja, aktuell muss man dann auch wirklich den Jungs zugestehen, dass der ein oder andere ein bisschen kaputt und müde ist. Wir haben jetzt den einen oder anderen Kranken dabei, haben jetzt in den letzten Spielen auch viel mit angeschlagenen Spielern spielen müssen. Und ich denke, das wird einfach nochmal eine gute Phase für uns, um Kräfte zu sammeln. Jeder kann da nochmal zwei, drei freie Tage für sich nutzen. Nicht zum Feiern, da ist hoffentlich später noch genug Zeit für, sondern einfach um nochmal Kräfte zu sammeln, weil danach die letzten zwei Wochen, die werden es natürlich nochmal absolut in sich haben und da brauchen wir jedes kleine Körnchen an Kraft. Und deswegen werden wir, so wie es jetzt aussieht, über die Pfingsttage komplett frei machen. Komplett frei machen. Christoph, mit Markus Straten-Wolf spielst du nicht nur seit 2010 zusammen, erst beim TSV Havelse und seit 2014 beim 1. FC Germania, sondern ihr habt auch zusammen eine WG. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da auch Tage, an denen man nicht über Fußball spricht? Also ich glaube, den Tag gab es in den letzten zwei Jahren tatsächlich nicht. Also irgendwie ist Fußball natürlich durch unsere, ja, dass wir beide aktiv halt spielen und natürlich auch darüber hinaus Fußball interessiert sind, ist das schon immer ein Thema. Also, und wenn es nur kurz beim Frühstück angerissen wird, irgendwie stolpert man doch immer wieder drüber. Oder man hätte ja auch sagen können, das ist eher so Fußball-Tabuzone, weil zum Beispiel nach einem Heimspiel fahrt ihr ja zusammen zurück, redet wahrscheinlich auf der Rückfahrt über das Spiel und sobald ihr dann die Wohnungstür aufmacht, hätte es ja sein können, dass ihr sagt, nee, jetzt blenden wir das mal aus. Das mag man vielleicht denken, aber dass selbst wenn wir auf der Rückfahrt drüber sprechen, dann ist das meistens zu Hause noch nicht zu Ende. Das heißt, positiv oder negativ wird da auch das noch ins Wohnzimmer weitergetragen werden. Ins Wohnzimmer. Ich glaube, ganz, ja, nicht kontrovers, sondern ganz freudig wurde auch gesprochen über den Fußball nach dem Pokalsieg gegen den VfL Osnabrück. Markus hat erst den Ball gehalten und dann hast du den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Ich habe gehört, was eigentlich untypisch für dich ist, dass du schon ein bisschen weiche Knie hattest, als du da zum Punkt gegangen bist. Ja, das gebe ich ganz offen zu, aber ich glaube, dass das in der Situation dann auch schon ein bisschen normal ist. Also wenn man jetzt im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, um wie viel es ging, also erstmal den DFB-Pokal, also einen Erst- oder Zweitligisten, dazu eine Menge Geld, da macht man sich auf dem Weg von der Mittellinie zum Punkt, der dann doch schon ganz schön weit ist, vielleicht auch mal Gedanken und ja, da ist es natürlich, dass man da ein bisschen nervös ist vor so einem Schuss und im Endeffekt ist alles gut gegangen, ich denke, der war auch dann doch recht sicher und es ist ja auch eine Situation, das habe ich da auch schon nach dem Spiel gesagt, man wünscht es sich, man braucht den Ball nur noch reinschießen und dann ist es vorbei, das wünscht sich, denke ich, jeder Spieler so. Zusammen mit, oder sieht man mal von Markus ab, der damals auf der Bank saß, bist du der einzige Germanenspieler, der schon im DFB-Pokal, Spieler, nicht Trainer, der schon im DFB-Pokal gespielt, getroffen und auch gewonnen hat. Nämlich im August 2012 gegen den damaligen Bundesligisten 1. FC Nürnberg und du hast, glaube ich, damals per Kopf den 1:1 Ausgleich erzielt. Wie präsent sind diese Bilder noch bei dir? Die Bilder sind natürlich im Kopf präsent, weil ich glaube, das war so ziemlich das einzige Kopfballtor meines Lebens, was ich gemacht habe und dann auch noch so ein wichtiges. Darüber hinaus habe ich natürlich die DVD auch noch zu Hause und da habe ich mir die Bilder auch das ein oder andere Mal nochmal angeguckt. Also das sind doch Erinnerungen, die bleiben für immer. Also solche Spiele und ja, die hätte ich auch ohne DVD nie vergessen. Ja, doch, wenn man aus meiner Germania-Sicht, dass es dann in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde wieder ein Weißmann-Tor gibt mit einem glücklichen Ausgang für uns. Ja, letzte Frage. Sonntag das Spiel gegen TB Uphusen. Wer fehlt? Ja, so wie es jetzt aussieht, ist Janni Goldrogge krank. Der wird uns fehlen. Und was hat er? Der hat, so wie es aussieht, eine Grippe. Mal schauen, wie lange das dauert. Dann sind noch angeschlagen Sebastian Barr, Robin Geider, Scott Millert. Yannick Oehlmann fällt auch noch aus und ist auch noch nicht so weit, dass er spielen kann. Dili Sinker ist noch verletzt und ansonsten müssten alle Spieler einsatzfähig sein. Es sind natürlich ein paar Kranke, aber bei Barr und Geider habe ich schon noch die Hoffnung, dass das bis zum Sonntag reicht. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus der Runde? Zum Beispiel vom Vertreter der Kahlenberger Zeitung, David Liedon. Ja, du hast gerade schon mal den Jan Gülmann angesprochen. Wie ist das denn? Hast du denn eine Hoffnung, dass
einerseits für die wichtigen Spiele zum Saisonschluss nochmal in der Lage ist, auf den Platz zu kommen? Und würdest du es da so machen, wie es Ole Müller gestern gemacht hat, mit Boateng oder auch in der Vorwoche? Einfach jemanden, der zwar eine lange Zeit nicht gespielt hat, eine lange Pause hatte, aber aufgrund seiner Wichtigkeit einfach in der Mannschaft sein muss, wo man das Risiko eingeht, ihn spielen zu lassen, trotz einer langen Verletzungspause. Aber Yannick ist es natürlich so, dass er nach dieser Kreuzband-OP auch immer noch nicht voll im Mannschaftstraining ist. Und ich glaube, das muss man ja von Fall zu Fall beurteilen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Boateng schon wirklich mit der Mannschaft trainiert hat und wie sie ihn auf diesen Einsatz vorbereitet haben. Bei uns muss man ganz klar so sagen, dass das Risiko einfach viel zu groß ist. Wir ja auch keine Profimannschaft sind, wo man dann vielleicht eine Europameisterschaft für ein Champions League-Finale aufs Spiel setzt. Ich würde nie die Gesundheit meiner Spieler auch für den Regionalliga-Aufstieg aufs Spiel setzen und deswegen ist ein Einsatz von Yannick Ullmann ausgeschlossen. Der wird in der Vorbereitung wieder voll ins Mannschaftstraining integriert und dann hoffentlich zur neuen Saison wieder zu der Stärke zurückfinden, dass er dann die Verstärkung ist, die wir uns alle wünschen, aber jetzt zum Ende der Saison wäre das einfach viel zu viel Risiko. Zweite Fragen? Bitte. Das Thema Weiland Weißmann war vorhin ja schon mal, Christoph hat jetzt ja schon einiges gesagt, deswegen wollte ich nochmal gerne auf den Henrik angehen. Siehst du ihn denn jetzt, obwohl ihr auch ab und zu mal andere Systeme spielt, weil du auch schon gesagt hast, also, dass die beiden sich noch finden, eigentlich eher als den offensiven Mittelfeldspieler oder als den Tank vorne, der dann auch Bälle treiben lässt? Wo siehst du ihn auch, er ist ja noch jung, auch in ein paar Jahren da? Ja, du hast ja genau richtig gesagt, er ist noch total jung. Und hat in meinen Augen großes Potenzial. Aktuell ist er mit Sicherheit am stärksten, wenn er vorne drin in der Mitte spielt. Aber bei Hendrik glaube ich schon, dass er lernwillig genug ist, dass er im Laufe der Zeit wahrscheinlich alle vier Offensivpositionen gut spielen kann. Und je flexibler einsetzbar meine Spieler sind, umso eher bekomme ich die besten Elf auf dem Platz. Deswegen arbeiten wir daran, dass er auch da links, rechts oder hinter der Spitze, dass er da seine vollen Stärken der Mannschaft zur Verfügung stellen kann. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und möchte eigentlich mich verabschieden mit einem Hinweis. Das war jetzt der dritte Germanen-Talk in zwei Wochen, vor dem großen Finaltag der Amateure am 28. Mai. Ein, zwei Tage vorher werden wir dann zum vierten Mal die Veranstaltung dann austragen und bis dahin verbleiben wir dann, ja, wie sagt man so schön in Egesdorf auch, mit einem Glück auf. Danke sehr.